Interview und Analyse zum fünften Rennen. Derby der Amateure mit dem Christian Bleu-Roy. Vierter Rechtsdreher, alles andere ist optimal. Einziger Vorteil, es geht über 2,6. Ja, und er ist ein gutes Pferd. Das sind Vorteile. Das ist ein großer Vorteil, eben, er ist auch sehr gut in Form. Die Pferde, von denen er geschlagen war, ein Blackstar, der ein Fliegerderby gewonnen hat, oder ein Alcvenus, eben, der da am Rentager vorher schon im Einsatz ist, sind gute Pferde. Eben auch wieder Bleu-Roy, was rechnest du dir aus oder was erhofft ihr euch? Top-3-Platz oder vielleicht sogar der Sieg? Ja, das mit dem Hoffen ist immer so eine Sache, mit dem Ausrechnen ist noch eine größere Sache. Deswegen würde ich sagen, wir sind doch immer wieder Realisten und sagen, wenn wir unter den ersten drei sind, dann sind wir schon sehr zufrieden. Dominator Venus dann im Hermann-Holzwart-Gedenkrennen mit dem Franz Josef Gruber am Ablauf. Zuletzt seid ihr gegen Trag und Dasch einmal drei Längen geschlagen gewesen. Da war er noch frisch, also wenn es ein bisschen länger gegangen wäre, hätte da vielleicht sogar noch einen Trag und Dasch fordern können? Ja, das weiß ich nicht, aber er war sehr, sehr gut letztes Mal und er ist ein Kämpfer und er ist nochmal immer in den vorderen Geldringen dabei. Aber das ist natürlich heute eine doch sehr schwierige Prüfung. Binderstadt, sein Metier? Ja, ist kein Problem, überhaupt nicht. Das Rennen ist schwerer, aber ich glaube, er läuft schon ins Geld. Hermann Holzwart, Gedenkrennen, der wieder Amateure mit Matthias Walcher und dem Hot Hulk. Formenbild sehr gut, auch die Gegner waren im DGS gut, aber heute sind doch andere Gewinnreiche noch drinnen. Quasi er läuft in seiner Klasse. Keine einfache Aufgabe. Ja, da sind schon andere Kaliber in diesen Rennen. Aber Benderstadt wegfahren, kommt ihm entgegen und ich sage einmal, wenn alles gut geht, kann in die Platzierungen laufen. Als Sieg bist du doch eher skeptisch aufgrund eben der Vielzahl an starken Gegnern. Ja, und vor allem so Italiano KB, das sind schon gute Pferde. Und Hot Hulk ist auch ganz gut, aber ja, es wird sehr schwer. Zu gewinnen wird es schwer werden, glaube ich. He said one day you leave this world behind, so live a life.